Vielen Dank für die Überleitung. Ich kann schon vorweg sagen, wir sind da noch mittendrin in diesem Wandel. Wir könnten jetzt quasi Bergfest feiern. Lachen Sie jetzt nicht. Ich habe heute, seit meiner letzten Alumni-Feier noch nie so viele Mathematiker auf einen Fleck gesehen. Das ist ganz spannend. Ich bin auch studierender Mathematiker im Bereich Automatisierungstechnik, den nicht-mathematischen Teil. War dann bei T-Systems, also Telekom Systemhaus-Tochter, und habe dann mit drei Kollegen 2006 die KMIT hier in Chemnitz gegründet. Wir sind spezialisiert auf so ganz banale Geschäftsprozesse im Service. Also alles, was technischer Kundendienst ist, Instandhaltung, Wartungsmanagement, das, was man in der Verwaltung so klassischerweise kennt, dieser PC-Helpdesk. Das sind Geschäftsprozesse, die laufen in Unternehmen ab. Um die kümmern wir uns. Sind gestartet als klassisches Dienstleistungsunternehmen zu viert 2006. Und sind mittlerweile 40 Leute und haben da einen starken Wandel mitgemacht. Betreuen aktuell knapp über 350 Kunden, vorrangig im deutschsprachigen Raum. Und sind 2014 so ein Stück weit durch unsere Kunden, würde ich mal sagen, in diesen Veränderungsprozess hineingestoßen worden. Ich nenne es mal gestoßen, ist vielleicht an einigen Stellen nicht das richtige Wort, aber wir wurden, weil wir immer wieder aufgrund der Dienstleistung, der Projektleistung, die wir erbracht haben, Anpassungen an vorhandenen Service-Systemen bei unseren Kunden gemacht haben. Das war klassische Projektleistung, Zusatzentwicklung. Wir hatten Projektmitarbeiter, die konnten sowohl Software entwickeln als auch beraten und Schulungen machen. Und 2014 kam dann so ein Stück weit in unsere andere Konferenz, wo wir Kunden nach Chemnitz holen, einfach um Chemnitz auch ein Stück weit bekannter zu machen. Das ist ja ein bisschen einerseits das Bielefeld der Deutschen Bahn, andererseits wird so. Sie lachen. Immer wenn ich darüber mit irgendwelchen Wirtschaftsvertretern oder politischen Vertretern in Wirtschaftsgremien rede, kriegt man keine sinnvollen Antworten, warum ihr nicht mal ein IC hält. Aber das ist ein anderes Thema. Die Geschichte ist die, dass unsere Kunden gesagt haben: Mensch, KYT, ihr verwendet 3 bis 5 Monate jedes Jahr darauf, immer hinter vorhandener Software herzuentwickeln. Warum macht ihr nicht das, was ihr in den Projekten macht, was ihr auf eine stabile Basis gestellt habt, nicht mit einer eigenen Software? Wir sind 2014 in den Denkprozess reingegangen und einen Geschäftsplan entwickelt, bis 3 Jahr, und haben dann 2015 entschieden, uns vom Projektdienstleister, vom Dienstleistungsunternehmen, also klassischer IT-Dienstleister, zum Softwarehersteller zu wandeln. Das war 2015. 2016 kam das erste Software-Release, was wir quasi unter eigener Regie mit eigenen, ich will es mal sagen, Prozessen auf den Weg gebracht haben. Wir sind immer noch in diesem Veränderungsprozess. Warum? Einerseits, weil wir früher Prozesse hatten, die waren ganz klassisch auf Projektgeschäft ausgerichtet. Es gab eine Projektorganisation, gab ein bisschen Verwaltung drumherum, nicht ganz so viel Marketing. Und dort hat man gemerkt, Releases von der Software, also Veröffentlichungen von stabilen Versionen, die wir so gemacht haben, die bei Kunden so ein Stück weit generisch reingesetzt wurden, als Projektleistung dann angepasst wurden, kam, wenn sie kam. War halt, wie es war, dann haben wir uns gesagt, okay, wir brauchen einen festen Veröffentlichungsplan, die Kunden wollen Sicherheit. Das war eine Umstellung, die mussten wir tun. Wir mussten umstrukturieren. Denn Software entwickeln kann man nicht mit einer Projektorganisation, Software kann man nur mit einer Linienorganisation, die Software entwickelt, die ein Produktmanagement hat, die eine Produktentwicklungsabteilung hat, die ein passendes Marketing dazu hat und die darauf aufbauend eine Projektabteilung hat, die Software implementiert,
Schulungen macht, Workshops macht und eine passende Supportabteilung, die die Software auch beim Kunden unterstützt, wenn sie mal ausgerollt ist. Das ist eine Umstrukturierung, die haben wir 2014 in einem Geschäftsplan, in diesem Businessplan, niedergeschrieben. Wir haben uns 5 Jahre Zeit gegeben, also zu Start 2015 mit diesem Wandel, Ende 2020. Und ein wesentlicher Punkt, der oft in diese Umstrukturierung mit hineinfällt, ist das ganze Thema Technologie und Tools. Wir waren, und jetzt sind wir beim Wissen, eine gute Projektorganisation, aber irgendwie war da viel, was in diesen kleinen Projektteams damals, als wir das gemacht haben, waren wir knapp 20 Leute, gut über Flurfunk funktionierte. Da wurde das dokumentiert, was notwendig war, was die Projektler halt von ihren Projekten gemacht haben. In der Verwaltung wurde halt auch bei 2, 3 Leuten da dokumentiert, dass was notwendig ist. Und dann auf einmal war ein Personalplan da, er sagt, 2018 40 Leute. Wir sind da ein bisschen schneller gewesen, weil einfach der Bedarf da ist, weil die Organisation aufgrund von relativ langen Einlernzeiten auch vorher schon entwickelt werden muss. Und da kam das Thema, was machen wir mit diesen ganzen Erfahrungen, mit diesem Projektwissen, mit diesem Softwareentwicklungswissen, was wir haben. Jeder dokumentiert das anders. Wir haben dann aufgrund dessen gesagt, wir passen den Softwareentwicklungsprozess an, alles super toll. Wir müssen auch diesen Wissensmanagementprozess, also ich nenne es mal Wissensmanagementprozess, anpassen. Wir geben uns dafür ein Tool. Wir haben ein Wiki eingeführt. Wer es kennt, MediaWiki, das ist was für Techniker. Jetzt kam ich als Chef, meine 5 Bereichsleiter dazu, haben gesagt, okay, alles was ihr wisst, muss in dieses MediaWiki rein. Die Techniker, super. Die kamen dann mit dieser Wiki-Sprache ganz toll zurecht. Die haben das niedergeschrieben, was sie niederschreiben wollten. Die Leute in der Verwaltung und im Marketing, das war zu technisch. Die konnten nicht mit Steuerung CV einfach mal ein Bild einfügen. Die mussten da kryptische, noch nicht mal HTML-Programmierkenntnisse haben, um in dieses MediaWiki was reinzutragen. Ja. War dann so die erste Erkenntnis, ja, das Tool ist nicht alles. Wir müssen da auch ein Stück weit Wandel in der ganzen Denkweise mit vorantreiben. Und da sind wir jetzt seit 2016, bewegen wir uns in diesem ganzen Prozess und versuchen alles erstmal initial zu dokumentieren in diese zentrale Wiki-Plattform, was irgendwie dokumentationswürdig ist. Es gibt aber auf der anderen Seite auch die Ansage, wenn irgendjemand mit diesem Wiki halt nicht zurechtkommt, fragen irgendeiner, der es weiß, unterstützt, damit die Informationen, die ich reinbringen will, als Verwaltungsangestellte, ohne diesen technischen Background und ohne HTML-Programmierkenntnisse, auch in dieses Tool da reinkommt, damit zumindest an zentraler Stelle jeder auf das, was an Wissen da ist, zurückgreifen kann. Das ist ein. In diesem Prozess befinden wir uns immer noch. Wir sind, ich sag's mal, ungefähr auf der Hälfte des Weges, weil viel immer noch über Flurfunk passiert. Das ist einfach dieser mentale Wandel, der da gerade stattfindet bei uns, der kostet enorm viel Anstrengung bei den Mitarbeitern, die seit 2006, 2007, 2008 bei der KIT quasi ganz am Anfang das Unternehmen mitgeprägt haben. Das braucht weniger mentale Veränderung bei denen, die jetzt in den letzten 2 Jahren neu dazugekommen sind, weil die einfach in diese Struktur, die definiert wurde, die gesagt hat, okay, es gibt da die bestimmten Abteilungen, die sind da einfach reingekommen, denen wurde das so gesagt, dass es so ist, und die fühlen sich aber wohl. Das große Thema ist, die, ich sag mal, alten Hasen und Häsinnen mitzunehmen auf diesem
diesen Veränderungsprozessen. Das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Schritt. Roy Berg hat es vorhin schon gesagt, dieses Miteinander reden ist da ganz, ganz wichtig, auch die Befindlichkeit von denen abzuholen, die sich da vielleicht ein Stück vernachlässigt fühlen, die sich in dieser Gedankenwelt, in dieser neuen Welt auch nicht so zurechtfinden. Die mit auf den Weg zu nehmen und das, was ich ein Stück weit unterschätzt habe, sage ich auch ganz ehrlich mit meinen drei Gesellschafterkollegen, als wir den Geschäftsplan geschrieben haben, vom Dienstleister zum Softwarehersteller, war dieses ganze Thema internes, war dieses ganze Thema interne Kommunikation, internes Akzeptanzmanagement, interne Sensibilisierung, dieses immer wieder über das ganze Reden, wo will ich hin, warum sollen die Leute ihr Wissen dokumentieren, damit das für andere auch zur Verfügung steht und damit die Gesamtorganisation funktionieren kann. Mittlerweile verbringe ich ca. 30-40% meines aktuellen Geschäftsführerteils, nur damit Leute auf diesem Weg mitzunehmen. Das wird auch wieder weniger. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Aber wo wir jetzt sind, ist die interne Organisation auf diesen Prozess mitzunehmen. Und dann kommen noch Partner, Community und Bestandskunden. Die Bestandskunden, das ist unkritisch, die nehmen wir mit, weil die das wollten. Aber Partner und Community, gerade bei Open-Source-Projekten, die halt freie Software erzeugen, wo jeder in die Software reingucken kann, wo jeder auch Feedback geben kann, die in diesen Prozess auch noch mitzunehmen. Das erfordert noch ein Stück weit Anstrengung von uns. Das passiert auch nicht von jetzt auf gleich. Wir haben auch da gesagt, okay, wir müssen dort stückchenweise vorgehen. Wir nehmen Partner und Community erst mit im Bereich der Dokumentation. Also dass wir genau wie unsere internen Mitarbeiter sagen, okay, wir schalten euch unsere Wiki-Plattform nach außen hin frei. Es gibt einen Redaktionsprozess. Ihr könnt da Feedback geben und dann könnt ihr mitgestalten. Und das Gleiche dann mehrstufig, damit so ein Stück weit auch Qualitätssicherung da ist. Ein Anspruch natürlich als Softwarehersteller ist, dass trotzdem gute Software und gute Dokumentationen rauskommt. Und deswegen als Schlusswort, wir sind mittendrin. Ich weiß, dass wir die nächsten 2 bis 3 Jahre definitiv noch zu tun haben, weil dieser Wandel und das einhergehende Umstrukturieren der Organisation und des Aufbereitens von Wissen nicht einfach mal von heute auf morgen funktioniert und nicht einfach von heute auf morgen in die Köpfe einfach so einzubringen ist. Vielen Dank.